Da sind wir wieder hier bei WeCraft und wieder mit dem Schweizer. Hallo. Ja, der ja letzte Mal nicht erkannt wurde, dass er Schweizer ist. Heute würde ich ganz gerne über Karneval reden. Es ist ja heute Rosenmontag, deswegen würde ich das ganz gerne mal ansprechen und einfach mal fragen, wie das bei euch so ist, was ihr davon so haltet. Feiert ihr Karneval oder nicht? Oder fragen wir doch mal den netten Herrn hier aus der Schweiz. Was meint der denn dazu? Also, ich habe noch nie was vom Rosenmontag gehört. Aber Karneval, das haben wir einfach. Es heißt bei uns Fasnacht. Und das ist so viel, ich weiß eigentlich genau das gleiche wie bei euch. Der Karneval, so mit vielen betrunkenen Menschen und Konfetti, sagt man das auch so bei Ja, euch? Also, natürlich, was soll man sonst sagen? ja, keine Ahnung. Die Deutschen haben da ein paar komische Wörter. Das kann ich anderswo bestätigen. Das wie Schweizer komische Wörter. Ja, Gut. natürlich. Und sonst haben wir halt auch immer wieder so Karussells in der Gegend rum halt. Nicht nur so in der Stadt, auch in so kleineren Fuck, Dörfern. bin noch im Game-Mode. Sehe ich gerade so. Weil ich fliege ja immer so im Game-Mode. So, warte, wie viel waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. So, nee, tut mir leid. Vor der Aufnahme bin ich immer im Game-Mode, um diverse Sachen zu gucken. So mit dem Doom Obspawning und so vorhin. Ja. Noch Die eine kurze Mobs Frage. sahen nämlich aus. Ja, aus Versehen. Ja. Keine Ahnung, wer das so eingestellt hat. Ja, keine Ahnung. So, Wie feierst du denn das? also ich weiß nicht, ich bin gar nicht mehr so karnevalsaffin, wie man so schön sagt. Ja, damals war das irgendwie sowas, was ich gerne gemacht habe, weil ich damals weiß, so nach Süßigkeiten, oh, Süßigkeiten toll, aber Ja, jetzt ist mir bei uns das auch im immer. Endeffekt eigentlich egal. Weil, ja, es ist eher was, was man als Kind gerne macht, finde ich. Ja, das ist so. Ja, und deswegen, oh Scheiße, jetzt hab ich Moment. Kurz eine Frage zwischendurch. Kann man keine unendliche Lavaquelle machen? Das weiß ich nicht. Wieso willst du denn sowas machen? Damit ich genügend Lava habe. Damit Und du ich genügend brauche. Lava hast. Wozu brauchst du Lava? Um mein Haus hier zu beleuchten. Na oh Gott, wieso beleuchtet man sein Haus mit Lava? Weil das cool aussieht, wenn man es richtig macht. Oh, eine unendliche Lavaquelle. Weiß nicht, ansonsten gehst du einfach mal immer alternativ in die Hölle, go to the hell Stimmt. und fischt dir da einfach eine raus. Oder muss man aufpassen, dass man nicht in die Hölle fällt. Nicht in die Hölle fällt, sondern in die Lava fällt. Ja, du kannst auch in die Hölle fallen, das ist gar kein Problem. Neuer Mod hier, so, ja. Ah, nee, neues Plugin bei uns, ja. Ja. Man muss jetzt aufpassen, damit man da nicht reinfällt. Ja, genau. Und hier gibt es in der Schweiz auch richtige Umzüge für Karneval oder wie ist Ja, das? klar. Also, da sind solche Wagen, wie bei euch wahrscheinlich, die da so vorbeifahren und da mit solchen Konfettikanonen Gibt's auch rumschießen. Süßigkeiten? Ja, klar, die werden dann einmal in den Kopf geworfen. An den Kopf geworfen. Uiuiui. Ja, also nicht extra, aber es ist halt so. Ach, ich weiß nur, wenn Schokolade geworfen wird und die so hart ist und dann, ach, dann denkt man sich Ja. immer, aua, es tat jetzt weh. Aber ich bin eher so nicht auf diese Süßigkeit immer ausgewiesen, sondern immer so auf diese kleinen Geschenke, die dann immer so ein bisschen special waren. Ja. Darauf zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, wie ein Schwamm oder so, oder irgendwie was special war, was nicht so einfach so da war wie als wenn es immer so ist, ne? Deswegen, bei Süßigkeiten, ich denke mir mal so, ich weiß nicht, ich denke mir mal so, und Das ist irgendwie so Classic dann. ja, und manchmal ist es auch ein bisschen eklig, wenn du dir denkst,
Ja. Wie alt sind die schon oder wie sind die hier hingekommen? Bla bla. Darüber möchte ich nicht nachdenken. Ja, deswegen. Aber in ganz Deutschland wird es ja gefeiert. Manche finden es toll, manche nicht. Was ich auch bei mir im Praktikum gehört habe, ist halt eine, die hat halt gesagt, ich mag keinen Karneval, ich mag eher Halloween. Das ist ja, weil das ist ja im Prinzip dasselbe. Nur, dass man an Halloween eher sowas mit dunklere Sachen macht und diese Musik bei Halloween. Ja, Weil genau. sie die Karnevalsmusik nicht mag, da würde ich ihr auch zustimmen. Ich mag die auch nicht. Kann ich auch bestätigen, meinerseits. Ja, und deswegen, ich finde, das ist eigentlich, das ist gar nicht so schlimm, dass man das nicht mag. Ich finde Halloween auch viel besser, weil ich Halloween, Halloween ist im Prinzip das gleiche, fast. Nur auf amerikanische Art. Ist ja eigentlich so. Stimmt, gibt es das auch in Amerika eigentlich Habe sowas? ich doch gesagt, Das es weiß ich ist gar von nicht. Amerika hierhin implantiert worden. Ja klar, aber so Achso, Karneval in Karneval meinst du? Amerika? Ja, Karneval, ist nee, das das ist nicht. nur, glaube ich, in Deutschland. Ist halt ein Volksfest. Ja. In Amerika gibt es da andere Feste, wie, was gibt's denn da noch? Thanksgiving zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, deswegen. Ich glaube halt nicht, dass es sowas wie Karneval in Amerika gibt. Wenn dann Glaube ich auch vielleicht, nicht. weil Deutsche das irgendwie vielleicht da gemacht haben, so in der Kneipenmäßig, aber so richtige Umzüge, das glaube ich nicht. Vielleicht könnt ihr mal was dazu schreiben, wie ihr das so seht. Kommentare. Ja, ich antworte immer. Antworte wirklich immer. Deswegen. Ich auch bei mir, aber bei mir wird nicht so viel kommentiert. Hab auch noch nicht so viel aus. Bei mir, ja, die Kommentare, naja, schleppt sich auch so. Ab und zu kommen mal ein paar. Ich freue mich immer über welche, aber. Ich auch. Zum Beispiel, wenn du, weil ich habe ja da so eine MLG-Montage gemacht und da bekam ich richtig gute Rückmeldungen dafür und das hat mich dann richtig gefreut. So, das ist das Beste an Kommentaren so. Ja, genau, das ist echt schön. Ich mag diese Rückmeldung. Das ist immer sowas, wo man dann sich denken kann, oh ja, jetzt da hat doch jemand auch zugehört und den Sinn verstanden von dem, was ich Oder geredet habe. da ab den Kommentaren kann man auch sehen, ob es ihnen auch gefällt, wenn sie schreiben, ja, hey, das war wirklich cool und nur ein Like ist halt eben nur ein Like. Ja, nur ein Das ist Like, dann das ist so eben nicht. anonym. Dann ist es so, Genau. ja, ich bleib jetzt mal anonym. Ich bin ganz schüchtern. Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich dazu äußern soll. Ja, genau. Ein Kommentar hat da sozusagen eigentlich viel mehr Wert. Ja, Kommentare haben bei mir auch immer viel Wertstellung. Weil die Kommentare helfen mir, einem ja auch die Videos zu verbessern. Das ist ganz klar so. Ja, deswegen, das ist einfach gut. Wie mache ich das denn jetzt hier? Scheiße, es wird gleich Nacht, ey. Ich wollte gleich hier rausgehen, aber nee. Ich habe mir jetzt eine Diamant-Axt gezaubert. ja, ich klaue mir von Flame nicht seine ganzen Diamanten. Tut mir voll leid, aber ja, wenn man schon mit mir zusammenzieht, dann muss man auch damit rechnen, dass ich die Sachen von dir benutze. Zum Glück bist du nicht mit mir in die Höhle gezogen. Du wolltest ja erst hier hinziehen. Ja, aber. Hä? Ah, du bist. Der Spawn war eingebaut, okay. Hä? Wie? Ja, vom Nether. Ich bin jetzt wieder im Nether mal. Oh. Wieder. Und hier ist ein Schwein. Ein Schwein. Jetzt nicht mehr. Ja, aber du bist ja eher der Höhlenmensch hier. Ja, ist auch so. Kommt drauf an. In so einem Projekt, wo ich nicht gerade will, dass alle wissen, wo ich wohne, dann schon. Aber sonst, ich kann auch ziemlich gut Häuser bauen, wie ich finde. Kann ich dann auch mal Ich kann machen, nicht gut aber. Häuser bauen. Hat man in deiner letzten Folge gesehen? Ja, sieht man auch vielleicht in der jetzigen. Ich bin, wie gesagt, Vielleicht. ich bin da so. Ja. Und so, weiß ich nicht, so unkreativ. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das eigentlich noch ziemlich gut. Oh, das ist ja schön. Eigenlob. Vielleicht kann ich auch mal einen besseren Boden machen. Aus, was machen wir denn in Boden? Was macht man in Boden? Das kannst du empfehlen? Es
kommt auf das Haus drauf an. Ein also Holzhaus. Wie du das Holzboden. Holzhaus. Holzboden. Ich würde grundsätzlich Holzboden lassen, wenn du schon damit angefangen aus hast. Aus dem Block, aus dem ich auch die Fassade gemacht habe, oder? Also, was ich nur empfehlen kann, was wirklich bei jedem Haus gut aussieht, ist die Ecken aus Baumstämmen zu machen. Das habe ich bei dir gesehen, wie du dein Haus gebaut hast. Und das hat mich auch ein bisschen so gestört. Okay. Also, bei mir ist wirklich immer Eichenstämme oder was für welche? Ja, Eichen. Okay. Und dann auch so ein bisschen Kontur reinbringen damit, weil das sieht dann wirklich gut aus. Ich kann dir sonst mal mein Haus zeigen, auf welches ich ziemlich stolz bin. Da habe ich ziemlich lange daran gesessen im Survival und habe mir auch immer wieder überlegt, was kann ich jetzt besser machen. Und oh, er verbessert sich hier gerne. Ja, ich bin gerade in der Hölle und habe den Grundstein gefunden. Hab den Grundstein gefunden. Mhm. Ich habe mich hier nach unten gegraben, um ursprünglich eigentlich Lava zu finden. Und jetzt bin ich am Grundstein. Das heißt, wenn ich mich jetzt gerade nach hoch baue, ist die Chance ziemlich hoch, dass ich auf Lava stoße und sterben werde. Aber ich habe eine Höhle gefunden. Yep. Aber du wirst sterben. Och, toll. Ich weiß, wie man sein Woodcutter Level up machen kann. Du setzt die ganze Zeit einfach hier Holz hin und und dann, ja, so hab ich das, weißt du, ne? Ich hab hier mein Holzgesetz abgebaut, ne? Und dann so, oh, du bist Level 12 Woodcutter. So kann man das auch machen. Mein Mining-Level ist so hoch. Wie kann man nochmal auf das Scoreboard zugreifen? / MC Scoreboard, glaube ich. Ich wollte schon sagen, okay. Clear, aber dann ist es leer. MC. Warte ich. MC Stats, glaube ich. Ja, Stats. Mining 283. Ah, ja, ja. Power Level 464. Smelting 107 und bla bla. Alter. Smelting hast du schon? Ja. Eieiei. Aber Mining. Mining einfach 283. Power Level 400. Ich möchte mal over 9000. Oh Gott. Oh Gott. Und du möchtest hier alles. So, Lava gefunden, ja! Yeah. Wie wäre es denn, wenn... So, warte, ich gucke jetzt gerade mal was. Nee. So, wenn ich das so benutze. Ja, genau, das sieht, glaube ich, schon mal ein bisschen besser aus. Glaube ich. Wenn ich die unterste Bank... Doch, oder? Hm. Doch, das sieht echt schön aus. Das sieht schöner aus, wenn ich unter den Fensterscheiben so Stämme so seitlich nehme. Das ist dann. Sieht doch besser aus, oder? Wahrscheinlich schon. Ich sehe es gerade nicht. Und ich habe gerade den übelsten OP-Tipp. TP dich doch mal zu mir. Ich mache jetzt, warte kurz, ich mache jetzt die ganze Zeit / home, bin dann zu Hause von dem Lavasee, mache / back, bin wieder am Lavasee, / home, bin wieder zu Hause, / back, Lavasee. Oh Gott. Dann, so kann ich jetzt richtig viel Lava mitnehmen. Ja, ne? Wir haben ja die Plugins dafür. Zum Glück. Zum Glück. So, okay, ich mache jetzt noch einmal / back. Und jetzt mache ich... Ich kann dazu auch weißes Holz nehmen. Hallo, bin da. Ja, wie gesagt, wie ist das, wenn ich das so mache? In den Ecken musst du auch einen Baumstamm reinmachen. Ach so. Ich meine, das so hier rechts, so mit denen als Unterlage. Ist das gut oder nicht? Doch, das würde ich auch machen und oben dasselbe. Okay, dann mache ich das so. Ich hoffe, ich habe da noch genug Eichenholz. Und dann hier durch, neben den Türen dasselbe. Was? Auch? Okay. Stämme hochmachen, sieht besser aus. Okay. So. Auch bis hier oben. Und, oh, verdammt, warum geht das so lange? Aua! Geschlagen, oh Gott. Ja. Tut mir jetzt aber leid. Hinten musst du auch noch in den Ecken Baumstamm rein. Ah ja. Mhm.
Soll ich dann über der Tür das auch noch so machen, oder? Du Schaf, ey. Piss dich. Oberhalb von den Türen solltest du... Ich mach da meistens Glas oder so rein. Scheiben? Hier oben. Scheiben oder Blöcke? Blöcke. Aber guck mal, was man jetzt vielleicht auch probieren könnte. Oh, jetzt habe ich keine dabei. Was denn? Was willst du? Warte. Ich zeig das dir schnell. Mhm. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Mal schauen. Okay. Nee. Okay. Das ist irgendwie mein Lieblingsstein hier, aber sonst... Mach mal Cobblestone oben hin, das habe ich auch nicht dabei. Cobblestone, Bruchstein habe ich hier. Mach da auch so Holz rein. Was für Holz? Also Holzstämme. Und an den Ecken kannst du auch immer noch so eins rausgehen. Also oben durch auch nochmal die Stämme drüber ziehen. Und die Fenster ein erhöhen. Okay. Ah ja, dann nimmt man diese normalen jetzt nur so als Boden. Jo. Genau. Genau. Gut. Warte, ich schau mal kurz, wie lange die Folge jetzt ist. Vielleicht sollten wir sie mal beenden. Ich sag ja, lass die durchlaufen, aber Ja, ich auch. Aber wir sind jetzt bei 16 Minuten. Da würde ich sagen, war's das mit dieser Folge hier? Ja, genau. Und es geht direkt im Anschluss weiter mit der nächsten von WeCraft. Jo. Die wird dann aber später hochgeladen. So, ja. So.